zurück auf den höchsten Ausläufern des imperialen Hauptquartiers auf Zepho. Nachdem wir die letzten Parts, den Planeten, so weit erkundet haben, wie es unsere derzeitigen Fähigkeiten zulassen, werden wir nun schauen, was uns dort drüben erwartet, nachdem wir hier Wallruns über den Abgrund gemacht haben. Ja, jetzt ist nichts mehr mit doppeltem Boden und wenn du runterfällst, ja, landest du halt 10 Meter weiter unten am Boden. Oh, was? Ach, ein Jotas. Ja, bitte. Ich habe keine Lust, mich mitzustreiten. Denn noch? Er ist so gut wie erledigt. Wir haben jetzt einen Fernkampf. Hiermit bestätigt. Nur du und ich, Abschaum. Ja, und ein riesiges einheimisches Vieh. Das hat schon wieder Leben gekostet und Heilungsstims. Wie kommst du überhaupt hier rauf? Bleib in deinen Eishöhlen. Nee, da komme ich nicht rüber. Nein, hier komme ich mal nicht durch. Durch die brüchige Wand. Ja. Naja, da geht's eh auch noch nicht weiter, weil ich nicht so weit hüpfen kann. Beziehungsweise mir auch dieses Teil hier nicht herholen kann mit der Macht. Nein. Bin ich nicht bereit.
So. Da gibt es eh nur noch eine Tür jetzt. Komm her, BD1. Ja, ich weiß, BD, du willst sie unbedingt öffnen. Aber ich will lieber schauen, ob ich hier noch irgendwas anderes machen kann. Außer wieder Aussicht genießen. Aber schaut jetzt nicht danach aus. Das war eine Abkürzung. Okay. Vermutlich einfach in den Anfangsbereich runter. Ja, ganz genau. Ich muss sie öffnen. Oh, hilfreich. Oh je. Ein Auslöschungstruppler. Okay. Das wird wahrscheinlich wieder böse enden. Aber coole Umgebung zum Kämpfen, muss man sagen. Ich sehe dich, Jedi. Du bist tot. Bring den Kampf zu Ende. Ich kriege dich. Das reicht nicht, um mich auszuschalten. Du warst mir nicht gewachsen. Nein, wirklich nicht. Das war sogar ein Auslöschungstruppler-Kommandeur. Okay. Der war jetzt aber grundsätzlich einfacher als der vorige. Nun gut. Soll mir recht sein. Aber ja, weil ich das im letzten Part erwähnt habe, sie erinnern mich an die Todestruppler, die ebenfalls eine schwarze Rüstung tragen und die Elite-Sturmtruppler des Imperiums sind, die als Leibwachen oder Leibgarden hochrangiger Offiziere dienen. Denn ich habe letztes Mal zwei erwähnt, aber es gab sogar noch einen, nämlich den Leiter des imperialen Sicherheitsbüros. Admiral Yularen hat auch solche an der Seite gehabt. Das nur weiter zur Lore. ja gut, aber da geht's auch nicht weiter. Weil da komme ich nicht durch. Da komme ich auch nicht. Doch, da komme ich rüber. Weil da kann ich Wandlauf machen. Noch was zum... Aber hier geht's jetzt nicht weiter. Okay. Da hängt ein Seil, das ich mir allerdings auch noch nicht holen kann. Ey, so viele Orte hier, wo ich nicht weiterkomme. Oh, Jesus. Eine Eisrutsche. Ja, was soll's. Ein Speicher. Oh, hier sind wir. Wieder an der Absturzstelle. Interesting. Okay, dann ist dieses Gebiet halt auch so verbunden. Ein weiterer Fähigkeitenpunkt wartet darauf, eingesetzt zu werden. Massenschub. Ich würde sagen. Mehr Macht. Mhm.
maximale Macht erhöht. Sehr schön. Jetzt ist zwar der Auslöschungstruppler wieder da, aber den können wir doch sicher irgendwie umgehen. Elegant. So, schauen wir uns noch einmal kurz die Karte an. Ja, da komme ich runter zur Absturzstelle. Und ansonsten müsste ich mir alles angeschaut haben, was ich mir anschauen konnte hier. Naja, benutzen wir diesen Weg hier doch noch. Aber rauf komme ich hier nicht mehr, ne? Nein, es schaut nicht so aus. Also zumindest mit meinen jetzigen Fähigkeiten komme ich da nicht mehr rauf. Na gut, ich denke, das war's jetzt mal, was wir auf Sepho alles erkunden konnten. Dann jetzt wirklich endgültig zur Mantis zurück. Wir sehen uns dann dort. So, wir sind zurück am Hangar. Offensichtlich haben Seer und Grease die Zeit genutzt, um das Wrack des AT-ST wegzuräumen. Sehr nett von ihnen. Naja, schauen wir uns doch mal noch an, welche Lackierungen für die Mantis wir haben. Naja. Söldner. Ist natürlich witzig. Kell muss auf seinen Meditationsplattformen sitzen, um Fähigkeitenspunkte einzulösen. Aber theoretisch könnte er die Mantis quer über die ganze Galaxis entfernt neu bemalen. Force Paint Fähigkeit. Ah, Mann. Hat BD1 auch noch was Neues eigentlich? Ja, das hatten wir alles schon. Ja, doch, das ist neu. Lackieren wir BD1 doch auch um. Und wo wir schon dabei sind. Nein, das hatten wir alles schon. Na dann. Ihr zwei Schlingel, ihr habt ihn gar nicht weggeräumt, ihr habt ihn einfach nur verschoben. Auf in die Mantis. Gute Arbeit, Kleiner. Hey, du hast ein paar echt starke Moves. Sag mir nur, dass der Besuch nicht umsonst war. Ich habe das Grab eines Sepho-Weisen gefunden. Sie haben die Macht genutzt. Eine hochentwickelte Zivilisation von Machtnutzern verschwindet einfach. Kein Wunder, dass Meister Cordova von ihnen besessen war. Was war sonst noch? Vor ihrem Verschwinden reisten die Sepho zum Planeten Kashyyyk. Cordova hat einen Wookiee-Freund namens Tafun. Können wir ihn aufspüren? Kashyyyk, also die Situation ist echt schlimm dort. Das Imperium setzt den armen Wookiee, ist wirklich ganz übel zu. Dann sollten wir kampfbereit sein. Du genießt dein neues Leben wohl. Das mit dem Kampfläufer hat dich selbstbewusster gemacht. Also, was ist das für ein Gefühl?
Ihr meint mit der Macht? Ja, mit der Macht. Du hast gesagt, es kann einen überwältigen. Ach, habe ich mich nicht umgebracht. Reden wir nicht darüber. Ja, gut. Ich verstehe. Besser, als du denkst. Warum habt ihr aufgehört, die Macht zu nutzen? Als die Auslöschung begann und die Klone uns angriffen, haben mein Padawan und ich uns mit einigen Jünglingen versteckt. Aber es ging nicht lange gut. Imperiale Patrouillen waren kurz davor, uns zu entdecken. Ich wollte sie von meinem Padawan Triller weglocken. Sie blieb zurück bei den Jünglingen. Ich wurde geschnappt. Und sie folterten mich. Sie wollten mehr über die anderen erfahren. Wie viele es waren, aber vor allen Dingen ging es ihnen um Cordova. Und sein Ziel. Aber ihr seid entkommen. Ja, bei einem Gefängnisaufstand. Es bot sich eine Gelegenheit und ich ergriff sie. Sie hatten mich fast gebrochen. Und ich bin nicht mehr dieselbe wie früher, Kerl. Euer Padawan. Hat sie überlebt? Nein. Und darum können wir nicht aufgeben. Die Entbehrungen derer, die uns am nächsten standen, wären umsonst gewesen. Arme Seher. Sie hat wohl auch Schreckliches durchgemacht. Nach der Order 66 und der großen Jedi-Auslöschung. Aber sie hat überlebt. Ihr Padawan offensichtlich nicht. Was ein guter Grund ist, sich von der Macht zu trennen. Ich will diesen melancholischen Moment zwar nicht stören, aber bevor ich vergesse, pflanze ich die Samen ein, die wir gefunden haben. Ah, der Kalbi von Bogano wächst. Traumwurz, Königsblume und Kapselnelke haben wir eingepflanzt. Alle von Sepho. Was erzählst du mir, Grease? Ist alles okay? Prima. Ich genieße etwas Ruhe und Frieden. Okay. Hast du auch noch was zu sagen, Seer? Bitte. Ich versuche gerade, mich zu konzentrieren. Nein. Nun gut, dann wählen wir doch unser nächstes Ziel aus. Cordova hatte überall auf Bogano Vorräte. Könnte sich lohnen, dort mal nachzusehen. Nein, nach Bogano fliegen wir noch nicht zurück, weil wir trotz des Scomp-Anschlusses und des Machtschubs noch nicht viel Neues dort machen können. Auf Sepho sind wir gerade, 55% erst erkundet. Puh, dabei waren wir jetzt schon echt lange hier. Dathomir steht immer noch zur Auswahl, aber wir sollen zunächst zu den Wookies nach Kashyyyk. Was? Moment, was sagt das Ding? Ich weiß nicht, warum Leute Droiden haben. Sagen Sie es ihm. Er kann Sie schließlich verstehen. Ernsthaft? Oh, hör mal. Ich hab's wirklich nicht so gemeint. Droiden machen mir Angst. Ganz was Neues. Sie klingen wie ein Imp. Die deaktivieren Droiden einfach so. Damit ist er einer von uns. Oh, das ist hart. Ich nehme alles zurück. Du bist okay, Kumpel.
Setz dich, Junge, wir landen gleich. Ja, aber bevor wir landen, werden wir, wie angekündigt, noch ein bisschen an unserem Lichtschwert herumbasteln. Und uns endlich mal anschauen, was wir jetzt alles bekommen haben. Naja, viel ist es eigentlich ja immer noch nicht. Die beiden DLCs, der Emitter von Ino Cordova. Naja. Schaut jetzt nicht toll aus. Pflicht und Entschlossenheit, die Schalter. Mut und Weisheit 2, auch nicht sonderlich. Aber basteln wir sie mal zusammen, die wir haben. Schauen wir uns mal den DLC der Maigito-Kampagne an. Ja, nicht schlecht. Hübsch golden. Und die Umbara-Version. Na gut, haben wir sonst noch irgendetwas komplett? Wir hätten den Klingenemitter von Meister Cordova. Aber sonst Mut und Weisheit haben wir zwei Teile bisher. Ja, diverseste Farben sozusagen. Elementarnatur. Schauen wir uns die Pflicht- und Entschlossenheit-Teile einmal an. Die wir haben. Ja. Ja. Nichts Außergewöhnliches. Und auch kein allzu großer Unterschied, wie ich finde. Natürlich, die Farben, die verschiedenen Legierungsmetalle sind natürlich die häufigsten Skin-Änderungen. Wir bleiben bei unserem ursprünglichen Lichtschwert, das wir von unserem Meister erhalten haben. Werden allerdings den Kaiberkristall darin ändern. Von blau auf grün. Hierzu einen kurzen Ausflug in die Welt der Kaiberkristalle. Es gibt eine bestimmte Anzahl von Farben, die ein Lichtschwertkristall und eine Lichtschwertklinge daraufhin auch annehmen kann. Das sind
jetzt im neuen Kanon, nachdem Disney Star Wars übernommen hat, nicht mehr so viele, wie es früher waren. Die aus den Filmen bekannten sind blau, grün für die Jedi. Sehr selten sah man violette Lichtschwertklingen, nur einmal bei einem Jedi-Meister. Gelb gibt es auch, das waren die Klingen der Jedi-Tempelwächter, sah man in The Clone Wars und Rebels, sowie das Lichtschwert, das sich Rey am Ende von Episode 9 gemacht hat, hatte auch eine gelbe Klinge. Dann gibt es natürlich die roten Kyber-Kristalle für die dunklen Machtnutzer und die Sith. Eine schwarze Klinge gibt es, ganz speziell für ein ganz ausgerissenes Lichtschwert, nämlich das Dunkelschwert des einzigen mandalorianischen Jedi-Ritters. Oh, was noch? Weiße Klingen hatten wir auch einmal, nachdem ein roter Kyber-Kristall gereinigt wurde von einer ehemaligen Jedi. Ich glaube, das war's jetzt, aber blau, grün, violett, rot, gelb, weiß. Das müsste es eigentlich gewesen sein. Ja, falls mir noch was einfällt, komme ich noch einmal darauf zurück. Jedenfalls, wir nehmen uns jetzt hier einen grünen Kyber-Kristall, damit wir auch thematisch zu dem Planeten passen, auf dem wir gleich landen werden. Wir etwa diese Blockade? Oh, nur im äußersten Notfall. Der Transponder der Mantis sendet imperiale Signale. Hey, Grease. Ja? Dämpf die Energiesignatur. Tu, als gehörten wir hierher. Wie auf Bracca. Kein Problem. Ich brauche keine weiteren Hände. Behalt einfach nur den Scanner im Auge. Okay. 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 Ich sehe gar nichts. Sie sind mit irgendwas auf der Oberfläche beschäftigt. Das geht klar. Das sieht nicht gut aus. Das Imperium zerstört Kashyyyk, es beutet seine Rohstoffe aus. Wookies wurden von ihnen versklavt oder vertrieben. Das war echt knapp, Kleiner. Hättest du nicht besser auf die Monitore aufpassen können? Guerillakämpfer, Wookies und Außenweltler überfallen einen imperialen Konvoi. Kampfläufer an ihrer Position. Harful ist vielleicht bei ihnen. Harful kann überall sein. Auch tief unter der Erde begraben, so wie wir, wenn wir uns in der Schlacht da unten wiederfinden sollen. Wir haben keine anderen Optionen und ohne unsere Hilfe sterben sie. Wie ist dein Plan? Sabotage. Wir haben auf Bracca Kampfläufer verschrottet. Ich kapere einen. Ha, der Kleine ist echt gut. Der glaubt, wir werden noch in den Klon kriegen. Captain, Kurs auf die Kampfläufer. Wie? Was? Hör zu. Die Kampfläufer transportieren auch Truppen. Also wenn du drin bist, pass besser auf. Jetzt muss der grandiose Grease mal wieder zaubern. Hey, tu mir einen Gefallen. Geh nicht drauf da unten. Ist jetzt Fall des Plans.
Wenn du noch springen willst, dann tust du am besten jetzt, Kleiner. Bereit zu schwimmen, bitte? Ja, wow. Das war knapp. Aber den Kampfläufer kapern wir dann im nächsten Part, wenn es hier gleich volle Wäsche in der Schlacht auf Kashyyyk weitergeht. Bis dahin, keep gaming.